meine Lieben, herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergiebotschaft. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir schauen mal rein, was die Karten uns heute so sagen. Welche Botschaften wir durchbekommen für Donnerstag, den 2. Mai. Auch wenn du das Video zu einem späteren Zeitpunkt findest, kann es durchaus sein, dass hier eine Nachricht oder eine Botschaft drin ist, die für dich bestimmt ist. Spür mal in dich rein, was für dich richtig und stimmig ist. So, schauen wir mal. Wir nehmen das Leitzigers Tarot. Da haben wir heute als erste Karte die Liebenden, die 4 der Kelche, die Herrscherin, der Ritter der Stäbe und die 8 der Münzen. Also meine Lieben, es sieht so aus, als ob heute noch einmal emotional ganz viel gelöst werden kann. Ja, dass man etwas, was in der Vergangenheit lag oder liegt, besser gesagt, auch wirklich hinter sich lässt, die Hohepriesterin heute auf der Unterseite des Kartendecks. Schaut, mit den Liebenden, mit der großen Arcana-Karte und der Herrscherin kann es sein, dass du zuvor in einem Abhängigkeitsverhältnis warst oder dass du vielleicht auf das falsche Pferd gesetzt hast, was Liebe angeht. Ja, du denkst hier mit den 4 der Kelchen darüber nach, was in der Vergangenheit war. Merkst aber nicht, dass dir hier die Chance angeboten wird, bereits das Neue in dein Leben hineinzulassen. Seht ihr das? Hier mit den 3 Kelchen, die in der Vergangenheit liegen, da sind die Liebenden. Und hier reicht eine Hand einem die Chance, hin zu seiner eigenen Vollständigkeit zu gehen. Es muss nicht immer sein, dass du das Gefühl hast, dich von jemandem trennen zu müssen oder dass du dich wirklich getrennt hast. Aber vielleicht gibt es hier so sehnsüchtige oder reumütige Gefühle in die Vergangenheit, wo du dir denkst, am Anfang der Beziehung war das alles so super und jetzt ist es irgendwie ein bisschen eingeschlafen oder halt auch wirklich ausgelaufen. Dieses Pferd ist vielleicht zu Ende geritten und du möchtest dich wieder mehr mit dir selbst verbinden. Die Herrscherin in der Mitte der Legung zeigt auch an, dass du bereit bist, mit neuen Ideen schwanger zu gehen, dass du bereit bist, das Alte hinter dir zu lassen. Und auch wenn die Beziehung nicht hinter sich gelassen wird, ja, es geht ja nicht immer darum, sich zu trennen und neu anzufangen, sondern vielleicht geht es darum, dass gewisse Hindernisse überwunden werden, Unstimmigkeiten oder auch das Gefühl, irgendwie zu kurz zu kommen, überwunden wird. Hier kommt neuer Pep rein, ja, mit dem Ritter der Stäbe, kommt in die ganze Angelegenheit wieder mehr Pep rein und daran arbeitest du mit den 8 Münzen. So. Es gibt hier, wie gesagt, 2 verschiedene Möglichkeiten. Ja, es kann sein, dass tatsächlich eine Beziehung beendet ist und man dann hier als Single nochmal ganz neu anfängt, seinen eigenen Rhythmus wiederfindet und sich halt auf das konzentriert, was einen wirklich glücklich macht, was einen weiterbringt, was einen heilt und dadurch halt diese hohe Priesterinnen-Energie nach und nach immer mehr kultiviert. Es kann aber, wie gesagt, auch sein, dass diese Beziehung existiert und weiter existiert, aber dass man hier daran arbeiten muss, tatsächlich auch als Individuum wahrgenommen zu werden. Ja, dass man es nicht immer nur heißt, Peter und Uschi kommen, ja, sondern es gibt halt Peter und es gibt Uschi und Peters Meinung muss nicht Uschis Meinung sein und Uschis Meinung muss nicht Peters Meinung sein. Es ist nicht so, dass ihr in einer Beziehung so zu einer Art Brei verschmelzt, dass euch andere Menschen im Außen nur noch als Paar wahrnehmen, sondern dass man tatsächlich auch noch als eigenständiges Individuum existieren darf. Das ist auch ganz wichtig. Ja, es geht nicht darum, sich immer mehr anzugleichen, immer ähnlicher zu werden, sondern es geht auch darum, herauszuarbeiten, wer bin ich, wer bist du, was macht mir Freude, was ist meine Leidenschaft, mein Feuer und was kann ich tun, damit es mir gut geht. Ja, es geht nicht darum, egoistisch zu sein und den anderen fallen zu lassen oder zu ignorieren oder so, sondern es geht halt darum, dass 2 Menschen auch interessant füreinander bleiben. Ja, dass man den anderen auch mit seiner eigenen Persönlichkeit halt auch überrascht, ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber dass man nicht so eingeschlafen ist. So, genau. Mit der Hohepriesterin-Energie noch dazu ist das natürlich auch eine Glaubensfrage, eine Sache der eigenen inneren Wahrnehmung und auch der Wahrnehmung seiner eigenen Religiosität oder Spiritualität, wo man schauen kann, wie tickst du, wie tick ich, wie können wir das miteinander kombinieren, können wir das parallel laufen lassen, sind wir auf demselben Weg oder gibt es da tatsächlich zu viele Konflikte, muss man daran arbeiten, das kann durchaus sein.
So, der Ritter der Stäbe ist manchmal auch so eine Affärenkarte. Ja, das ist jetzt nicht nett. Also zumindest für mich aus meiner Wahrnehmung heraus ist das nicht nett. Aber der Ritter der Stäbe ist so ein Halotri, ein Gigolo, jemand, der eventuell auch noch in diese Beziehung hineingefunkt hat oder hineinfunkt oder vielleicht fühlst du dich auch zu jemand anderem hingezogen. Ja, es kann sein, dass die Beziehung so eingeschlafen ist, dass du dir hier mehr Pep wünschst. Und die Frage ist, kannst du das in deiner Beziehung ansprechen? Kannst du das kommunizieren? Könnt ihr da auf einen Nenner kommen? Oder gibt es da halt irgendwelche Leidenschaften, die da verborgen sind, die der ein oder der andere halt vor seinem Partner verbirgt oder ja, einfach nicht ausleben kann? Das kann hier durchaus sein. So, 8 Münzen. Hier gibt es noch Sachen, die erledigt werden müssen, woran gearbeitet werden darf, was man halt in Angriff nehmen darf. Die Tagesenergiezahl ist heute die 111. Blockaden werden aufgelöst. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe die 111 in den letzten, also in der letzten Woche extrem häufig gesehen. Ich meine, ich arbeite nun auch mit diesen Zahlen und vielleicht achte ich deswegen mehr darauf. Aber mehr als alle anderen Zahlen ist es die 111, die mir in den letzten Tagen begegnet ist. Also ich glaube, das ist generell so ein Thema, was mit dem Frühling jetzt auch reinkommt, dass hier Blockaden aufgelöst werden, dass Wege geebnet werden, dass Dinge so verändert werden und die Schöpferkraft so ausgelebt wird, dass neue Wege entstehen. Neue Wege entstehen hier auch beim Gehen, ja. Und die Einser, die stehen ja auch immer für etwas Ursprüngliches, für die Wurzeln und sind zugleich so eine Art Startpunkt, aber auch ein Ende von etwas. Und manchmal ist es nicht so ganz klar, ob das hier Fluch oder Segen ist, was dann da aufgelöst wird. Ja. Vielleicht hat man sich an diese Blockade einfach auch schon gewöhnt. Ja, vielleicht hat man sich daran gewöhnt, dass das halt so ist. Und wenn das sich dann ändert, vielleicht auch von deinem Partner, dann kann es sein, dass das manchmal halt sich auch nicht so schön anfühlt, wenn jemand anders seinen Knoten sprengt und den Mund aufmacht und dann vielleicht auch mal Tacheles redet oder Bedürfnisse anspricht oder Dinge auf den Tisch legt, die nicht so schön sind. Dann geht es halt in dem Moment auch für dich darum zu schauen, wie gehe ich damit um? Was mache ich, wenn der andere seine Blockade auflöst? Wie reagiere ich da drauf? Aber ich glaube, das läuft alles ganz gut. Wir haben ja hier, wie gesagt, die Hohepriesterin und die hat einen guten Draht nach oben und in sich selbst hinein. Und wenn man sich immer wieder zurückbesinnt auf sich selbst, dann sollte das eigentlich nicht so schlimm werden. So, wir nehmen eine Karte aus dem Engel-Therapie-Orakel. Das sind zu viele. Ein oder zwei Karten aus dem Engel-Therapie-Orakel von Doreen Virtue. Eine haben wir schon mal und zwei. Gut, also die erste Karte ist Staubsauge deine Ängste weg. Bitte die Erzengel Michael und Raphael, dich, deine Umgebung, die gegenwärtige Situation und jeden darin Beteiligten von angstbasierten Energien zu befreien. Also einmal hier in sich gehen und entweder selber daran arbeiten oder nach oben hin abgeben und um Hilfe bitten. Und schauen, ob du hier wirklich Schutz, Hilfe und Heilung von oben möchtest, ja, ob das dein Ding ist oder ob du das Gefühl hast, dass du das hier auch alleine hinkriegst. Aber mit den 4 Kelchen hier kann es durchaus sein, dass es vielleicht ganz nett ist, wenn mehr Energie reinkommt, um hier diese 3 Kelche auch zu leeren oder oder zu reinigen oder so, um hier weiterzugehen. Ja? Raphael, grüne Energie, Reinigung. Dann haben wir hier noch das Basischakra. Achte auf positive Gedanken, um dein Zuhause, deinen Beruf und deine finanzielle Situation zu beschreiben. Denn deine Worte entscheiden über das Ergebnis. Also auch hier die Basis, was ist wirklich wichtig, die Grundlagen auch beachten. Und das Basischakra ist natürlich unten angesiedelt. Ja, es beginnt hier unten den Prozess. Es öffnet für die Erdenergien von unten. So, was nehmen wir denn heute nochmal? Ich würde sagen, noch eine Karte aus dem Orakel der Inspirationen. Danke. Da haben wir den Frieden. Wenn wir Stille und Schweigen mit Aktivität in Ausgleich bringen, entdecken wir den wahren Seelenfrieden, die Quelle aller Freude und allen Glücks. Der Frieden.
Ja, vielleicht gibt es manchmal auch gar nicht so viel zu sagen. Manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, hier den Mund zu halten und einfach sich auf seine Dinge zu konzentrieren. Vor allen Dingen, wenn du als Single unterwegs bist. Ja, also mit deinem Partner solltest du vielleicht schon über deine Prozesse sprechen. Aber du musst, wenn du alleine bist, sozusagen nicht jeden informieren, was du gerade machst. Ja, es muss nicht immer jedes Gefühl und jeder Gedanke auf Social Media geteilt werden, jeder Erfolg oder Misserfolg muss nicht mit der Welt geteilt werden. Es ist doch okay, mal wieder in die Verschwiegenheit zu kommen, in den eigenen Frieden, weil umso mehr du nach außen von deinem Inneren preisgibst, umso mehr Angriffsfläche bietest du natürlich auch. Abschließend eine Karte aus dem Orakel der Göttinnen. Und zwar die grüne Tara, beginne zu delegieren. Bitte andere, auch mich, dir zu helfen, statt alles alleine machen zu wollen. Also hier, wenn du möchtest, verbinde dich auf jeden Fall mit der lichtvollen geistigen Welt und eventuell gibt es da auch Menschen, die dir weiterhelfen können. Na, vielleicht, wenn es hier etwas gibt in der Partnerschaft, was aufgearbeitet werden muss oder darf, kann es natürlich sein, dass es hier jemanden gibt, der sich damit auskennt, der mit diesem Feuer oder dieser Leidenschaft arbeitet und euch dann weiterhelfen kann. Ja, etwas Beratendes, das kann ja alles Mögliche sein, je nachdem, wo halt dieses Problem in Anführungsstrichen gelagert ist. Dementsprechend muss man sich dann vielleicht jemanden suchen, der sich damit wirklich gut auskennt und dort um Hilfe bitten, wenn man es selber nicht hinkriegt oder meint, nicht genug zu wissen, ja. Gut, ihr Lieben, belassen wir es für heute dabei. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Gehabt euch wohl und ja, ich freue mich wie immer über Likes und Kommentare. Wer mag, darf natürlich was spenden. Falls noch nicht geschehen, lasst mir gerne ein Abo da und dann sehen wir uns einfach morgen wieder. Bis dann, ciao.